Um den Flächeninhalt dieser rot schraffierten Fläche zu berechnen, das heißt dieser Fläche, die eingeschlossen wird durch diese zwei Funktionsgraphen, werden wir zuerst zu allen y-Werten beider Graphen eine Zahl k addieren und wir wählen k groß genug, damit die gesamte Fläche, deren Inhalt wir suchen, sich oberhalb der x-Achse befindet. Denn um diesen Flächeninhalt zu berechnen, genügt es, von diesem Flächeninhalt diesen da abzuziehen. Effektiv, um den roten Flächeninhalt zu finden, brauchen wir nur von diesem grünen diesen blauen abzuziehen. Das heißt, als Flächeninhalt a rechnen wir Integral von 3 halbe bis 3 von dieser grünen Funktion. Wir haben effektiv die konstante Zahl k addiert, dx, minus das Integral von 3 halbe bis 3 von dieser blauen Funktion. Auch da haben wir diese Zahl k addiert. Jetzt überprüfen wir in der Rechnung, da hier integriert wird von 3 halbe bis 3 und da auch, können wir die Differenz dieser zwei Integrale als Integral der Differenz schreiben. Und ganz egal wie viel k beträgt, diese Zahl k, die wir bei f von x addiert haben, haben wir auch bei g von x addiert. Und diese Zahl k, die hier addiert wurde, die wird von dieser Zahl k abgezogen. Was also heißt, ganz egal wie viel k ist, k verschwindet durch diese Subtraktion wieder. Woraus wir also schließen können, um den Flächeninhalt von solch einer durch zwei Funktionsgraphen eingeschlossenen Fläche zu berechnen, reicht es, das Integral von der oberen minus der unteren zu berechnen. Ob diese Fläche sich jetzt wie hier teilweise oberhalb der x-Achse und teilweise unterhalb der x-Achse befindet oder ob diese Fläche sich vollständig oberhalb der x-Achse befindet oder ob sie vollständig unterhalb der x-Achse liegt. Das spielt keine Rolle. Wir brauchen einfach immer nur das Integral von der oberen minus der unteren zu berechnen. Also stelle ich das wieder zurück, so wie es am Anfang war. Wir brauchen jetzt also nur noch diese Differenz zu rechnen, wo k verschwunden ist. Das heißt, wir rechnen einfach dieses Integral. Dann machen wir das. Das Ganze kann jetzt verschwinden. Wir behalten also, um diesen Flächeninhalt zu bestimmen, rechnen wir einfach das Integral von der oberen Funktion minus der unteren Funktion. Also rechnen wir dieses Integral. Das geht jetzt rasch. Diese Differenz beträgt minus 2x² plus 9x minus 9. Davon haben wir sehr schnell eine Stammfunktion gefunden. Es ist minus 2 mal x hoch 3 Drittel plus 9x² halbe minus 9x. So. Und diese Stammfunktion lassen wir jetzt variieren zwischen 3 halbe und 3. Das heißt, hier drin ersetzen wir zuerst überall x durch 3 und finden dann eine Zahl. Dann ersetzen wir hier drin überall x durch 3 halbe und finden dann eine zweite Zahl. Und diese zweite Zahl ist von der ersten Zahl abzuziehen. Und das ergibt dann 9 Achtel. Also dieser Flächeninhalt hier beträgt 9 Achtel. Aber 9 Achtel was? Sind das Quadratzentimeter? Sind das Quadratdezimeter? Es sind 9 Achtel Einheitsquadrate. 9 Achtel ist ein bisschen mehr als 1. Also ist dieser Flächeninhalt ein bisschen größer als der Einheitsflächeninhalt. Und das scheint doch mit unserer Zeichnung übereinzustimmen. Das heißt, unsere Antwort
hat große Chancen, richtig zu sein. Sie ist richtig.